Damals soll es gewesen sein, dass sich im Winterbach bei Schorndorf die Schwertgesänge erhoben haben sollen. Vielleicht hatten die Schwertgesänge etwas mit dem womöglichen Königshof dort zu tun. Dies zumindest schien eine Möglichkeit zu sein, als zur damaligen Zeit Folgendes passierte. In dieser einen Nacht erschütterte ein Erdbeben die Gegend um Winterbach. Die Alp hatte sich bewegt. Atemlos standen die Bürger draußen vor den Häusern, als sich von der Kirche her ein seltsamer Laut an ihre Ohren stahl. Aufgeregt folgten manche den Tönen und bald erkannten sie, wie helle Kerzenflammen in den Fenstern der Kirche spiegelten. Bleiche Gesichter schimmerten in den gläsernen Zeugen, obgleich kein Wesen aus Fleisch und Blut dort stand. Starr vor Schreck beobachteten die Menschen, wie sich die Gesichter rührten und dunkle, trockene Münder einen heiligen Gesang anstimmten, während die Flammen sich hoben und senkten. Bald war klar, dass die Flammen sich in Schwertern widerspiegelten, welche die weißen Gestalten emporreckten, sie zu Kreuzen anschlugen und mit jedem neuen Klang einen Kopf nach dem anderen von den Schultern hieben. Bald verstummte auf diese Weise das Lied, bis nur noch ein einziger einen letzten Psalm sang, ehe sein glitzerndes Schwert auch ihn grausam verstummen ließ. Die Stille, welche sich nun über Winterbach legte, hatte etwas Heiliges, fast Erhabenes an sich. Es war ein Schauspiel, wie es die Menschen in Winterbach niemals vergessen sollten, und daran taten sie gut, denn niemals wieder seit dieser Zeit erhoben sich die unheimlichen Winterbacher Schwertgesänge über das Remstal.